Wollen wir doch mal schauen, ob wir die Armory finden. Wo muss ich denn dafür hin? Diese... Was? Bitte? Da brauchst du gar nicht so gucken. So toll bist du. Und ich hab hier die... Das Wakizashi in der Hand. Und du mit deiner gammeligen Zigarette. Da brauchst du gar nicht so gucken, als wärst du hier der Beste von Welt. Ich hack dir den Kopf ab, mein Freund. Ist ja unglaublich. Wer? Titus says we all gotta listen to him. Wer? But he'd listen to me if I had the fucking gun, huh? Aha. Ich weiß nicht, worum es geht und über wen du redest, aber ich habe auch eine fucking Gun, wie du es so schön nennst. Und ich glaube, die werde ich auch benutzen. Er hat gerade irgendwas von Guards gesagt. Die, was ist das denn? Die auf irgendwas schießen. Beziehungsweise auf alles schießen, was sich bewegt. Aber das kann ich auch. So, Freunde, jetzt ist vorbei hier. Schluss mit lustig. Oh, da hinten, da ist ein Zombie. Da hätte ich gerne meinen Wakizashi wieder. Wo ist es? Da ist es. Close Steam Valve. Flup. Schön. Und schon komme ich hier durch. Zack. Zack. So. Weg mit dir. Ich höre Schüsse. Murksen die sich hier gegenseitig. Oh. Hier ist ja was los. Moment, ich habe eine tolle Idee. Hehehehe. Zack, 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 zack. Alter, das hat Bruni gegeben, hat das. Komm du noch mal raus. Na, wo bist du? Bam. So. Jetzt erstmal wieder zurückziehen. Hier sind nämlich noch Zombies und Stuff. Sind das davon Zombies? Nee, doch. Bam. Wakizashi, schnell. Ah, er hat ein Messer. Er hat auch ein Messer. Nein, stirb. Ugh. Nein, 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 geht doch alle drauf. Fuck. Wow. Okay, hey, noch ein Molotow. Den hätte ich natürlich auch da... Na, was machst du denn da? Hätte ich natürlich auch werfen können, gerade den Molotow, um die Typen hier alle zu killen, aber... Ist ja langweilig. Na, komm. Ey. Ich glaube, ich sterbe gleich, wenn er nochmal schießt. Das wäre ungünstig. Das ist nicht der Plan. Die Frage ist, ob die irgendwelche ordentlichen Waffen hier auch haben. Dann könnte ich nämlich auch meine ordentliche Waffe benutzen. Und das wäre ja sehr, sehr praktisch. So, erstmal gehe ich jetzt hier lang und gucke, weil... Ich glaube... Das hier ist vom Prinzip... Oh, ein Factsheet. Das ist vom Prinzip der zweite Weg, den ich vom Anfang an hätte gehen können hier. Oder? Wo ich die Treppe? Yep, wo ich die Treppe hochgekommen bin. Das hier war doch die Treppe. Genau. Ja, richtig. Okay. Sprich, hier gibt es mehrere Wege. Oh. Hallo. Ja, ja. Zack, einer weniger. Und zack, noch einer weniger. Und ich glaube, da sind noch mehr. Hinter der Tür? Nein. Hier ist gar keiner mehr. Okay. Was haben wir hier? Guten Tag. Oh. Hier geht's wieder zurück, das ist schön. Rückweg gesichert und boom. Ich höre noch welche. Das ist immer nicht so schön. Ich glaube, ich gehe erstmal hier weiter. Ich töte gerne Zombies. Ja, ja. Da ist noch einer hinter mir, da ist noch einer hinter mir. Ich höre ja immer noch welche persönlich. Ach ja, sind hier noch mehr. Da ist eine Werkbank. Da ist ein Händler? Was? Macht ein Händler hier. Kann ich hier? Hier komme ich gar nicht durch. Ach, die sind wahrscheinlich unten. Ich bin jetzt wahrscheinlich über der... Wie nennt man das in so einem Gefängnis? Wir nennen das bei uns Mensa. Also nenne ich es auch einfach mal Mensa. Ich glaube, ich bin jetzt gerade nämlich über der Mensa. Und da sind die Händler, da unten. Hier war ich doch gerade schon, oder? Ja, ich glaube schon. Gab es hier noch irgendwo eine Tür, wo ich rein konnte? Ja, ne? Ja, genau. Hallo? Zombies? Zombies? Nicht? Das ist ja langweilig. Oh, eine Personal ID.
Ja, was, wo kommt er denn weg? Hallo? Was geht denn bei dir? Wo kommst du denn her? Kommt aus der Wand! WTF? Okay, das macht mich jetzt ein bisschen paranoid. Die Zombies kommen schon aus den Wänden. Das ist ja, nicht so schön. Muss ich jetzt tatsächlich immer aufpassen, dass mir kein Zombie entgegengeklippfehlert kommt. Was ist das denn? Wo bin ich denn hier? Was ist das denn für eine komische Kammer? Nichts drin, na super. Aber hier, oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich auch das Deadly Cannabo mal dingsen, reparieren. Pimpen wollte ich ja eigentlich sagen, ja, aber es wird bei mir langsam schon... Ich habe eine sehr lange Session gerade hier und das merkt man. Also ich werde langsam ein bisschen unkonzentriert. Oh, da ist schon wieder einer. Habe ich nicht getroffen, das ist schlecht. Zack, jetzt aber. Bock. Und hüpf. So. Weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade bin. Ich bräuchte eine Karte. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Was ist denn hier? Ach, hier bin ich. Guck mal. Das dürfte doch das sein, wo ich eben die Zombies alle, die alle weg sind, respawned sind. Ist ja schön. War hier nicht auch noch irgend so ein komischer Typ, den ich erschießen wollte, musste, sollte? Der ist auch verschwunden. Ist ja super. Small Rifle Ammo. Ist das dieses hier oder ist das was? Was ist denn eine Small Rifle? Zählt das hier als Small Rifle? Ich weiß es nicht. Egal, ich benutze sie jetzt einfach mal. Bam. Da bin ich mal total effektiv hier durch. Burg. Hallo? Nicht? Ach, da, oh, das ist ein Prisoner. Ja. Der ist wahrscheinlich freundlich, wa? Mehr oder minder. Ups. Aha. Hallo, Kevin. Kevin, wer schon Kevin heißt. Naja, kann ich da irgendwie... Ich möchte da gerne rein. Achso. Ja. Das ist schlecht. Dann sollten wir den Master Key besorgen. Klar, kein Problem. Machen wir. Jetzt brauche ich noch so einen Typen. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. Aha. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with it. Das sollten wir wohl hinkriegen. Okay. Auf, auf. Hallo? Hier? Nee, nicht. Sag nicht jetzt auf der anderen Seite, wo ich quasi gerade gewesen bin. Och, Mann. Eieiei. Jetzt gehe ich den ganzen Scheiß Weg wieder zurück. Hoffentlich sind es nicht auch noch die ganzen Hoopala. Jetzt habe ich ein gammeliges Messer aufgenommen. Hoffentlich sind jetzt nicht auch noch die ganzen Zombies wieder da. Das wäre total unpraktisch. Sieht aber fast nicht so aus. Muss Maul halten. Von wegen Take him out hier. Bam. Du auch. Komm, stirb. Ich verliere schon wieder massiv Lebensenergie hierbei. Ich habe gleich eine tolle Idee. Aber erstmal nehme ich hier alles aus. So, Telefon, ein Sluggish Auto Rifle. Oh, nehmen wir mal erstmal mit, wa? Können wir ja zur Not immer noch wegschmeißen. So, ein bisschen Lebensenergie, ein bisschen Zombie. Hä? Nee, nicht. Okay, sehr gut. Braver Junge. Ich könnte mir jetzt so einen Kaffee hier, der würde mir, glaube ich, echt gut tun. Schon ein bisschen später und ich hab Durst. Hm. Aber jetzt werden wir erstmal hier einbrechen. Du Arsch, wo bist du? Hä? Bist du tot? Da bist du! Haha! So viel dazu. Das war genau der Plan. Richtig schön weggeschossen. Okay, Pistol Ammo brauche ich nicht. Knife brauche ich nicht. Master Key brauche ich. Alkohol nehme ich auch gerne mit. Was sonst noch was hier? Safe. Safe ist nicht drin, na super. Warum haben wir eigentlich so komisch hässlich blaue oder grüne Tassen? Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich sie in dem Hotel sahen. Die Tassen auch alle so komisch aus.
Hey. Du warst vorhin noch kein Zombie, oder? Plötzlich stehen hier die ganzen Leute auf. Was ist denn los hier? Hey, ja, komm. Zack. Und zack. Sind hier noch mehr? Immer ein bisschen nach allen Seiten absichern. Du. Du. Nein. Huch, da hat's geruckelt. Fängt das manchmal einfach komisch an zu ruckeln hier. So, hüpf, hüpf. Hier irgendwo was. Oh, Rifle Ammo. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich komme, Kevin. Good. Now I'll start working on the door and make sure I don't have a nasty surprise. Ja, nein, vielleicht. Und jetzt? Muss ich die beschützen. Jo. Welches? Welches? Ach so, we are screwed. Das ist schlecht. Das ist doch klar, dass das aufgeht. Zack! So, komm. Zack! So. So viel dazu. Warum waren wir jetzt nochmal genau screwed? Wir sind nicht screwed. Huch. Oh ja, die Pipe. Wahnsinn. Moment, ich muss mich mal gerade um was kümmern. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Kann das aber nicht ordentlich droppen. So, jetzt möchte ich gerne meinen Deathstalker Wakizashi wieder haben. Oder wie auch immer man das jetzt genau nochmal ausspricht. Ich hätte vielleicht dieses Ding da zum Explodieren bringen sollen. Aber nö. Ach, Crap. Drei Schläge. Merkt dir. Drei Schläge. Ja, ja. Nein. Drei Schläge sind es. Drei Schläge. Zack. Ja gut, okay. Das waren jetzt keine drei Schläge. Die hat er nämlich nicht mehr mitgemacht. Haben wir hier? Oh, da ist was Leckeres drin. Aha, for you. Ich weiß nicht, was you haben möchte, aber... Ich rede mit dem, während ich hier irgendwelche Räume ausnehme. Naja, ist ja egal. Gehen wir mal kurz hier rein. Oh, ein Small Rifle Ammo brauche ich nicht. Gibt's haufenweise Ammo. Was haben wir denn da? Striker Rifle Mod. Cool. Gief. Was haben wir da? Feeble Police Baton. Hier ist nur Crap drin. Ah, eine Ammo Box. Was haben wir hier? Police Baton. Super. Tolle Waffen. Wahnsinn. Kann ich noch mehr? Nee. Warum hat er es eben nicht aufgenommen? Naja, egal. Okay, damit hätten wir das doch auch. Kevin, kommst du? Nicht? Dann nicht. Wenn du meinst, dann bleib halt hier. Ist mir doch egal. So, muss ich hier vielleicht? Ist hier irgendwas? Nein, hier ist gar nichts. Das ist ja super. Okay. Auf geht's zurück. Hüpf. Hallo, Walker. Tschüss, Walker. Noch mehr? Nein, aber du hast Loot dabei. Ein Medikit. Medikits kann man immer gebrauchen. Bin ich hier richtig? Ja. Mach mal hinter mir die Türen zu. Kann ja nie schaden. Zack. Zack. Und dann gehen wir wieder. Ein Dach. Ja, ja. Ich hab doch jetzt... Wir haben doch jetzt alles. So, hier muss ich zurück. Na komm. Bleib ich wieder an irgendwelchen Sachen hängen. Lebensenergie. Ja, sie ist respawned. Perfekt. Der Typ hatte gerade dieselbe Stimme wie Chakotay, also Cinnamoy. Was ist mit dem eigentlich? Ich fände ja, den hätten wir ruhig mitnehmen können. Der war awesome. Das war mein bester Kumpel. Na super. Ja, da war nicht viel. Naja, ist klar, oder was? Können wir jetzt nicht einfach da das jetzt machen? Komm. Wieso? Oh, nein. Haha. Okay. Irgendwie kümmere ich mich jetzt um die, wie um diese komischen Survivor von
Ach, vom Strand und in der Stadt und überhaupt. Ja, komm, nerv mich nicht. Was denn? Was hat die denn? Warum ist das denn jetzt hier so wahnsinnig schlimm? Ich meine, ja, ist vielleicht nicht die schönste Situation, in der wir jemals gewesen sind, aber hey, es könnte auch deutlich beschissener sein, oder nicht? Also denke ich wenigstens. Keine Ahnung, wie die das sehen, aber... Ja, ich weiß. Hier ist irgendwo noch eine Quest. Hallo? Bist du das? Ja. Harland. Thorazin? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Exotic Double Blade. Infirmary. Ich weiß nicht, wo die Infirmary ist, aber... Vielleicht kommen wir hier dran vorbei. Aber erstmal... Kitchen. So. Das dürfte doch ja auch irgendwo direkt in der Nähe sein. Das war die gerade die Cafeteria jetzt. Guck mal, das ist doch hier direkt. Prima, perfekt. Das heißt, da sind jetzt vielleicht so ein paar Zombies, die ich alle niedermähe und dann geht das. Also niedermähen im Sinne von, ich werde es wahrscheinlich... Naja. Hallo. Schauen wir hier. Meatbait. Aha. Sind hier so viel... Oh, hier ist ja was los. Ich möchte gerne meinen Wakizashi wieder haben. So, dankeschön. Und die soll ich jetzt alle töten hier? Das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Moment. Wo ist jetzt mein Meatbait ist weg? Na super. Das hätte ich dann doch noch gerne nochmal wieder. Kriege ich es auch direkt aus dem Inventar? Komm, da. Da dürft ihr jetzt mal alle hingehen. Alle. Nicht? Ihr nicht? Ihr Schweine. Na gut, ist mir egal jetzt. Oh, ist das awesome. Oh, ist das awesome. Das hat XP gegeben mal wieder. So. Ich würde sagen, das war doch schon mal kein Problem. Jetzt muss ich da hinten liegt irgendwie einer rum. So komme ich aber nicht hier hoch. Ach so, hier komme ich hoch. Hey, komm, lass mich hier hoch. Eine Personal ID, das ist doch schön. Hat er noch irgendwas Wichtiges? Nein, er hat sonst nichts Interessantes dabei. Schade eigentlich. Hätte ich hier irgendwie über die Kisten springen sollen? Also ich meine, da lag Bait rum und so, aber... Eigentlich wäre das ja langweilig. Liegt das nicht. Egal. Ich habe sie alle niedergemäht. Ich finde das völlig in Ordnung. Dafür ist dieses Spiel da. Hatte ich zumindest so erwartet eigentlich. Jetzt ist meine Taschenlampe schon wieder so gut wie alle. Na toll. Ich frage mich, ob man die Zombies tatsächlich umgehen kann, nicht ergehen, umgehen. So, da drin ist doch bestimmt wieder massig was los. Da kann ich doch gleich schön einen Molotow reinwerfen, oder? Nicht? Hallo? Ja, geht so. So viel ist hier jetzt... Crap. So viel ist hier jetzt nicht los. Na komm, Maul halten jetzt. Naja, das war jetzt irgendwie weniger glorreich. Möchte ich einfach mal meinen. Oh, guck mal, das ist ein großer. Hallo. Ich mag dich nicht. Oh, da hinten kommt noch einer. Ein kleiner. Zack. Zack. Ja, komm. Ein Arm weg. Warum kann ich eigentlich keine Analogsteuerung machen? Das ist mir schon früher mal aufgefallen. Es gibt noch so eine Analogsteuerung hier. Das funktioniert aber nur auf der... Oh, das waren schon alle. Das funktioniert nur auf der Konsole. Und dann kann man irgendwie mit dem zweiten Stick... Also die Konsolen haben ja für gewöhnlich so Dual-Stick-Dinger. Und mit dem zweiten Stick kann man dann irgendwie die Teile hoch... Die Teile des Gegners anvisieren, die man gerne hauen möchte. Da kann man dann zum Beispiel so Sachen machen, wie irgendwelchen Zombies gezielt die Gliedmaßen abschlagen und solche Geschichten. Was durchaus nicht uninteressant ist, weil es
Skills gibt, wofür man dann, wo man dann einen Bonus XP kriegt, wenn man den Leuten irgendwie die Arme bricht und solche Geschichten. Was auch durchaus effektiv ist. Also wenn man den Zombies irgendwie die Arme bricht, dann können sie einem nichts mehr tun. Oder zumindest fast nichts mehr. Also, aber es funktioniert irgendwie auf dem Computer nicht, was sehr eigenartig ist, weil man das ja eigentlich mit der Maus total prima machen kann. Ach guck mal, das war direkt nebenan. Warum bin ich hier nicht durchgegangen? Das wäre doch viel schneller gegangen. Ach Mann, Leute. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Lethal Heavy Pistol. Okay, Moment. Jetzt möchte ich erstmal hier... So... Die Pistol klingt ja grundsätzlich gut. Und ich mag meinen... Also so toll die Magnum ist, sie ist irgendwie... Crap. Lädt zu langsam nach, sie schießt zu langsam. Das Ding ist deutlich besser. Komm. Das pimpe ich mir jetzt als meine... Schöne... das war jetzt aber teuer. Egal, das ist jetzt meine neue ordentliche Knarre. Ist doch gut, so. Mal bitte nachladen. So, jetzt habe ich nämlich wieder eine ordentliche Waffe hier. Eine ordentliche Schusswaffe. Ach so. They've crammed a shitload of prisoners and debratters. So there's a fucking army of those things in there. Tell you what, you do this for me and we'll let you through to Block C. Jetzt habe ich denn schon alles für dich gemacht. Oh Mann. Ja, very hard, komm. Machen wir das mal. Ja, nerv mich nicht. When this came down, some fuckwit opened all the cells. I'm thinking the ladies should stay here with us. For their own protection. Ich weiß ja gar nicht, ob das so eine tolle Idee ist, dass ich die ganze Zeit die hier einfach zurücklasse, aber gut. Wahrscheinlich passiert denen noch irgendwas gleich und dann bin ich der einzige Überlebende oder Stuff. Naja, man weiß es ja nicht. Was ist denn hier? Steht irgendwie das da? Ach, das ist über mir oder unter mir. Naja, gut. Dann wollen wir mal. Ach, runter. Naja gut, komm, ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Gibt's hier vielleicht was? Nein, hier gibt's erstmal gar nichts. Was ist da? Egal.